Bei uns heute zu Gast Mossart, Nachwuchskünstler hier aus der Region, aus Schwäbisch Hall und Musiker. Ja. Genau, richtig. Also ich bin Künstler hier in Schwäbisch Hall. Ich mache Musik. Ich bin 19 Jahre jung. Mhm. Mein normaler Name ist Murat Laribi. Und ja, ich hoffe, ich inspiriere so die breite Masse an der Jugend hier in Schwäbisch Hall. Was machst du für Musik? Also ich lege mich nicht fest auf eine Art und Weise. Viele nennen mich Rapper, aber ich singe auch gerne. Es ist unterschiedlich. Ich versuche jedem so ein kleines bisschen an Gefühl zu geben, so was man halt gerne hört. Und sei es Rap oder Gesang, ich mache eigentlich in alle Richtungen etwas. Also gerade das, worauf du auch Lust hast wahrscheinlich. Genau. Ja, cool. Wie lange machst du das schon? Wann hat es angefangen, wo du auch gemerkt hast, hey, das hört sich gut an, das kann ich auch anderen Leuten zeigen? Also meinst du, wo ich angefangen habe mit Musik? Mhm. Also mit Musik war schon immer so ein Teil meines Lebens. Ich habe, seitdem ich klein auf bin. Hör ich von jedem Musiker höre ich diese Antwort. Ja. Ja, das ist aber halt auch wirklich so. Jeder Musiker, der sich dann auch dahinter setzt und das Ganze mal so auseinander nimmt, wann, wie, wo alles stattgefunden ist, war das immer schon so, dass man, seitdem man im jungen Alter hört man viel Musik, dann tanzt man gerne. Aber professionell Musik hat es angefangen, glaube ich, 2018. So, da habe ich angefangen, zum ersten Mal ins Studio zu gehen, mal so zu gucken, mal zu schauen, wie schreibt man einen Text, woher bekomme ich eine Melodie, wie mache ich eine Hook, wie mache ich einen Part. Also ich weiß nicht, ob die Leute da draußen genau wissen, was es bedeutet, aber erklär doch mal ein bisschen. Also eine Hook ist oftmals, also bei mir ist es so, dass es aus vier Lines, also aus vier Strophen ist. Und die ist bei mir immer musikalisch. Also das heißt, ich rappe dann nicht oder so, sondern das muss ich immer schön anhören, damit das im Gedächtnis bleibt. Die Hook ist so dafür, dass der Song in Erinnerung bleibt bei den Leuten. Und genau, Parts sind halt die hinzugefügten Strophen, die den ganzen Song dann halt auch ausmachen. Ja. Ja. Ja, aber wie gesagt, mit so 2018 hat es angefangen professionell und jetzt habe ich so ein Team, wo ich sagen kann, hey, mit den Leuten gehe ich ins Studio, die Leute passen zu mir. Ich habe schon mit vielen größeren Produzenten zusammengearbeitet, auch welche, die schon mehrere Millionen Klicks hatten und sowas. Aber bei mir persönlich ist es so, ich brauche mein Team hier aus der Umgebung und die wissen ganz genau, was ich brauche, was ich will, wie ich es will. Und dazu auch nochmal schöne Grüße an die Nike Boys hier in Schwäbisch Hall. Danke euch für alles. Genau. Deine ersten Tracks sind auch schon draußen. Genau. Und da wollen wir mal kurz reinhören. Baby, sag mir, wo willst du hin? Ohne dich macht das hier keinen Sinn. Du sagtest doch, Liebe macht blind. Du bist so süß, ja so wie Lind. Mit dir weiß ich, wer ich jetzt bin. Du willst kein Haus und kein Ring. Du bist jetzt da, ich mach mein Ding. Du bist ein Engel ohne mich. Sag mir, sind da Feelings oder doch nur die Mische? Ja, so hört sich's an. Wo soll's noch hingehen? Was ist so geplant in der nächsten Zukunft? Also in der Zukunft ist eigentlich geplant, dass ich mehrere Songs noch veröffentlichen möchte. Ich bin gesigned in einem etwas größeren Label jetzt, aber ich möchte das persönlich einfach nicht öffentlich bekannt geben, weil ich noch nicht dazu bereit bin, das Ganze so zu sagen. Aber von mir aus persönlich kann ich nur sagen, so in Zukunft wird ganz schön viel Stoff für meine Hörer kommen, ganz schön viel Musik und auch in allen verschiedenen Richtungen. Ich habe schon die ersten Feature-Gäste, die ersten Featurings. Mit auch namens, also gute Rapper, sag ich mal so, gute Sänger. Und ja, und dann geht alles hoffentlich bald los, ja. Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg. Mossart, Newcomer hier aus Schwäbisch Hall. Danke, dass du da warst. Danke für eure Einladung.